Frank Diemer ist Physiotherapeut und als Dozent überwiegend in der medizinischen Trainingstherapie für die FOMT tätig. Zudem unterrichtet er an unterschiedlichen Universitäten und Physiotherapieschulen im In- und Ausland. Ja, Frank, du hast uns einen sehr schönen Artikel zur patellofemoralen Instabilität eingereicht. Du benutzt zur Untersuchung den Moving Apprehension Test. Wie bist du darauf gekommen? Also grundsätzlich war er mir auch nicht bekannt, der Test, aber im Rahmen unserer Ausbildungen sind wir natürlich, müssen wir immer wieder Literaturrecherchen betreiben, und in dem Rahmen ist uns der Test aufgefallen. Wir haben ihn dann zunächst ausprobiert in der Praxis und wir haben ihn für gut befunden, und seitdem lehren wir den Test auch als wichtiges diagnostisches Merkmal. Wie aussagekräftig ist der Test nach deiner Einschätzung? Gute Frage, wie bei jedem Test. Und man kann eigentlich sagen, dass jeder Instabilitätstest alleinstehend keine Aussagekraft besitzt. Ich denke, im Rahmen von einer klinischen Anamnese entstehen manchmal Hinweise auf das Krankheitsbild. Und dann hat dieser Test sicherlich ein wichtiger Stellenwert für die Diagnostik. Für mich ist das Wichtigste bei dem Test, dass, wenn er positiv ist, dass dann die Prognose bei konservativer Therapie deutlich schlechter ist. Deswegen ist es eher prognostischer Test für mich als diagnostischer Test. Ja, jetzt wollen wir dem Artikel natürlich nicht zu stark vorgreifen, aber vielleicht sag doch mal drei Stichworte zu dem Thema Therapiestrategie bei patellofemoraler Instabilität. Also wie bei jeder Instabilität steht die aktive Therapie im Vordergrund, und beim Patellofemoralgelenk spielen die angrenzenden Gelenke eine Riesenrolle. Also die Hüfte und da insbesondere die Abduktoren und die Extensoren sind sehr, sehr wichtig für die Beinachse. Unsere Basis unten, der Fuß, spielt eine Riesenrolle, und da ist so ein Schlüsselmuskel, der Tibialis posterior, den müssen wir uns angucken. Und dann natürlich in der Mitte die Quadrizeps-Innervation, das ist so der dritte Baustein in dem Ganzen. Und abrunden kann man das Ganze eigentlich durch passive Therapiemaßnahmen wie ein Tape, wie eine Orthese, also dass man einfach stabilisierende Maßnahmen mit dazu nimmt. Dann freue ich mich auf den Artikel in der BT-Zeitschrift für Physiotherapeuten und vielen Dank.